Hallo allerseits, hier ist immer euer TTP zusammen mit TGN. Herzlich willkommen zurück in Let's Play Resident Evil 4 auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad. Und wie wir hier gerade sehen, hüpfen hier in Teil 29 interessant aussehende Zombies und ein Oberzombie mit Schafskopf und Raketenwerfer auf der Schulter. Platz da, ich muss weg. Hallo Jungs, sorry, ich muss hier mal kurz durch. Platz da, heiß und fettig. So, okay Jungs. Dann lass uns doch mal Klartext reden. Oh, ups, das war zu viel Klartext. Ich meinte eigentlich nicht Kiswahili, ich meinte eigentlich sowas. Was zum Henker? Ich glaube, es hakt. Lass mich los. Was ist denn das? Ein Huhn-Zombie oder was? So. Na Jungs, dann kommt mal her. Ich habe genug Kugeln für alle dabei. Och nö, pack das hässliche Ding weg. Verzieh dich. Meine Güte, ist der hässlich. Dumm, dumm. Komm. Hey, erste Mecker. Okay, Schluss mit lustig. Hier. Mach mal Pause. Och nö. Verzieh dich. Hau ab. Geh weg. Ey, Katze, das ist wieder hier Viech. Okay, dann mach Pause. Geh den Köpfen wir mal wieder so ein bisschen. Ja, Darth Maul, da guckst du, hä? Da gibt's eine auf Darth Maul. Das war mit der groben Kelle. So, ey, da steht er wieder auf, der Knilch. Na. Oh ja, mei. Nehmen wir aber das Olme hier so. Bank. Hui! Doppelt drüber ab. Och nö. Ist ja widerlich. Gleich zwei von den Viechern. Okay. Schnell umdrehen und Granate schmeißen. Schnell umdrehen und schmeißen. Umdrehen. Schmeiß, 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 schmeiß. Bums. So. Och nö. Jetzt hüpft der Arsch doch raus. Ich hasse ihn. Wir sind so eklig. So. Jetzt ist aber Schluss hier. Meine Fresse. Ist die Viecher widerlich. Ich hasse die einfach wie die Pest. Was geht da hinten noch ab? Noch mehr Zombies. Wo kommt das Viech her? Okay. Boah. Ah. Das war nur Gänsehaut. So, Jungs, kommt mal her. Ich habe 18 blaue Bohnen. Die möchten eure Freunde werden. Zack. Zack, zack, zack. Bring. Immer schön die Rübe reinhalten. Da freue ich mich doch. Zack, zack. Kuckuck. Bring. Zack. Ins Genick. Zwei Schuss ins Genick. Drei Schuss ins Genick. Da platzt in der Schädel. Okay. Soll mir recht sein. So, Junge, Schuss habe ich nur noch. Okay, das lösen wir eiskalt. Flönk. So schnell ist mein Kopf los. Sag mal, hältst du dich hier für in Deckung oder was? Bist du bescheuert? Dumm, die dumm. Dumm, die dumm. Wirst du denn nicht umkippen? Ich schieße so lange in den Oberschenkel, bis du tot bist. Ah, oder in die Pfoten. So. Schade, dass der keine Raketen verfallen ist. Na egal. Waffe ausgerüstet und frisch ans Werk über die Brücke am Quai oder was auch immer das gerade eben war. Ich sehe schon, ich baue noch ein paar gute alte Antikriegsfilme hier unter. Wenn irgendwann mal Steiner um die Ecke kommt, dann wisst ihr, was geschlagen hat. So, jetzt aber wuseln wir erstmal zurück zur Schreibmaschine und tja, schreiben an unserem Tagebuch weiter. Liebes Tagebuch, ich habe gerade eben einen Haufen Zombies auf einer Brücke geschlachtet. Jetzt gehe ich weiter und versuche die komische Ashley zu retten. Dein Leon. Dumm, die dumm. So, ja. Dann gehen wir mal hier durch. Jo, hallo, jo, och nö. Also ich kenne die Jungs da hinten, die laufen auf den Namen Garador. Und sind ziemlich ungünstig und uncool. Naja, guck mal, ob wir hier schnell wegsnipern können. Bevor irgendwas komisches passiert. Gehst du mal weg? So, Kopf weg. Oh, jetzt wird schnell weg hier. Oh, 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 der stürmt auf mich zu. Weg da, weg da, weg da. Hui, 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 hui. Der wedelt da rum mit seinen Krallen. Ich glaube, es hakt. Was ist das? Wolverine? Ah, okay. Schleich, schleich, schleich. Wenn ihr lauft und ihr natürlich auch laute Geräusche macht, dann hören die euch und dann tut's weh. Hui, hui. Aua, was zum Henker? Ich glaube, ein Hamster 5 Bonanza. Jetzt bin ich langsam pissig. Oh, Schande. Okay, du komischer Knecht, du. Doch, nö, auch daneben geschossen. Ja. Meine Güte, sind die mies gelaunt, die Jungs. What the? Was zur Hölle? Ich muss hier weg. Ganz dringend. Ich bin gar nicht wirklich hier. Ich tue nur so. Eigentlich bin ich ganz woanders. Okay, zoomen wir mal rein. Kuckuck. Einmal Qualle, bitte. Wisst ihr was, Jungs? Ihr gebt mir auf den Senkel. Ihr gebt mir genügend auf den Senkel, um auf die Karte zu schauen. Da müsste nachher gleich ein Verkäufer kommen. Und ihr wisst, was das heißt. Wenn ein Verkäufer kommt? Richtig.
Ja, jetzt geht's mit der groben Kelle. So, mein Freund, hier, mit der Magnum. Kräftig ins Kreuz. Bumm, damit es auch richtig wehtut. Stimmt, der hin jetzt nicht. Total bescheuert. Na komm, dreh dich um. Ja, so ist doch brav. Ja, komm. Ja, schön, sehr schön. Und stehen bleiben. Dankeschön. Mach dich nicht zucken. Rums, zwei Schuss in den Rücken. Weg ist der Knirsch. Ja, du kommst auch noch dran. Einmal umdrehen, bitte. Komm, schön umdrehen. Drehst du dich wohl? Mach den Brummkreisel, Junge. Keine Sorge, ich komme einfach näher. Ich habe gesagt, ich komme näher, nicht du kommst näher. Dreh dich um, du nerviges Viech. Ach, egal. Mehr als zwei Schuss in den Rücken braucht der Junge eh nicht, von daher. Ah, sehr schön. So. Rums, Nummer 1. Nochmal umdrehen, bitte. Ist der besoffen? Der ist tierisch besoffen. Na komm schon. Bronski. Tja. Darum, meine Freunde, hat man bei solchen Viechern die Magnum dabei. Zwei Schuss, kein Stress. Krach, bumm. Ach ja. Herrlich ruhig. Diese ganzen dämlichen Zombies mal platt sind. 15.000 nochmal in die... Moment mal, wo kommt denn ihr her? Ich gebe euch gleich mal das mit dir hier. Kabum. Was, der woher jetzt schon wieder? Zeigt schon wieder irgendwas rum. Hier, Jungs, ihr könnt gerne näher kommen. Ich habe genügend Schrottpatronen für euch alle. Ich lade sogar extra nach. Ja, komm doch. Hier, zack. Verdau das hier. So, Jungs, während ihr am Boden liegt, gibt es nochmal zwei auf die Schlitze. Oh oh. Rums. Ja, Jungs, da staunt ihr was. Oh, du machst auch mal Pause da hinten. Und der da hinten, der kriegt jetzt eins mit der Pistole. Dumm, dumm. Zack, zack. Und Ruhe ist. Er hat sich ausgezombiert, ihr komischen Ganados. Was ist denn hier? Ein Erste-Hilfe-Spray? Wow, das hat sich gelohnt. Das Problem ist nur, ich habe wieder mal alles voller grünem Krahaut. Das dürfte keinem erzählen. Wenn da die Drogenfahndung kommt, bin ich wieder dran. Ah, eine Brandgranate, die ich vorhin gebraucht. Naja. Was gibt's hier noch Schönes? Geld. Geld regiert die Welt. Sehr schön. Kohle und Moneten. Lire und Peseten. Drachmen und auch Dollar, das wird ja immer toller. Okay, jetzt höre ich aber auch mit dem Reimen, bevor ich jetzt noch erschossen werde gleich. Oder bevor ich einfach totgeflammt werde in den Kommentaren. Wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung und schauen, was es da so Schönes gibt. Ich habe ja so einen Verdacht. Och, Menno, warum gibt's denn hier keine Secrets mehr? Ich will doch nur ein bisschen was einsacken. Kann die genügend Kohle haben? Ashley. Oh, da ist eine Party. Eine Bondage-Party, um genau zu sein. Leon! Mit komischen Viechern, mit Krallen. Don't you know when it's time to throw in the towel? Hat er mich gerade eben Mr. Kennedy genannt? Nein! Leon! Besser, hier mal. Den Anker auswerfen. So, häng ich ein bisschen rum. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Der hat mich doch glatt wirklich Mr. Candy genannt. Quickly, we shall prepare for the ritual. Leon, you're alive. Ach ja. Natürlich bin ich am Leben und gleich am Einkaufen. Das kann ich euch fast schon garantieren. Was ist jetzt schon wieder? Och nö. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Der hat definitiv Probleme im Anger-Management, aber, naja.
Gut, okay, wenigstens hat er mich mit dem richtigen Namen genannt, aber er hat es leider falsch ausgesprochen. Das heißt nämlich Mr. Kennedy! Kennedy! Und wer den Witz kapiert hat, kriegt einen Daumen hoch von mir. So. Was merke ich hier? Fledermäuse. Fledermäuse. Also wirklich. Was kommt als nächstes? Batman? Und Robin? In den 60er-Jahre-Schlüpfern? Na, danke. Was denn jetzt hier eigentlich? Oh, ein Apfelkraut. Das nehmen wir doch gleich mal. Und dann nutzen wir die Schreibmaschine hier, um wieder festzuhalten. Liebes Tagebuch, gerade eben bin ich in eine Falle gefallen. Es ging steil bergab. Doch dann habe ich mich rechtzeitig noch gefangen mit meinem Wurfanker. Jetzt bin ich wieder beim Verhöker Hannes und kann mir ein paar neue Waffen kaufen. Dein Leon. Ha, was hat er denn alles Schönes für mich? Gucken wir doch mal. Tja, warum passiert hier gerade im Bild nichts? Ratet mal. Welcome. Richtig. An dieser Stelle ist wieder mal das gute alte Resident Evil 4 abgestürzt. Keine Ahnung warum, das hat es geschafft, innerhalb von einer halben Stunde zweimal zu crashen. Macht aber nichts, denn hier kann ich jetzt wenigstens rumkaufen und verkaufen. Oh ja. Dumm die dumm. So, dann verhökern wir nochmal das Eumel und kaufen uns was Schönes, Neues. Nämlich hier die Striker Shotgun mit 12 Schuss Magazin. 12 Kugeln für mehr Spaß. Das Ding ist wunderschön kompakt. Braucht direkt mal, wie ihr seht hier, 6 Blöcke weniger. Und der Clou dran ist, wenn man das Ding voll upgradet, dann kann man sich dafür das 100 Schuss Magazin leisten. Auch bekannt als Shotgun Munition in meinem Inventar. Sowas habe ich eigentlich gar nicht. Woher auch? So, was anderes gibt es hier gerade eben nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Sinnvolles tunen können bei der Striker vielleicht hier. Momentan nicht, vielleicht später mal. Da möchte ich jetzt meine Kohle noch nicht raushauen für das Eumel. Die spare ich mir erstmal für 2 wichtige Upgrades. Die Shotgun ist eigentlich das, was ihr als letztes upgraden solltet. Bei der Shotgun geht es eigentlich nur darum, möglichst viele Kugeln auf möglichst viele Gegner zu verteilen. Ja, alles andere ist einfach nur schmückendes Beiwerk. Ja, also Shotgun-Schaden upgraden bringt meiner Meinung nach eigentlich nichts. Zumindest nicht, solange man noch Kohle für irgendwas anderes hat. So, damit haben wir die Blacktail. Was erzähle ich denn für Geschichten? Ich rede natürlich von der Butterfly. Die haben wir gerade ein bisschen getunt. Das ist sehr schön. Dadurch macht die nämlich nochmal direkt um einiges mehr Schaden. Und vor allem, was viel wichtiger ist, ich habe wieder volle Munition da drin. 10 Schuss gegen die Angst. So. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Vielleicht da oben irgendwo an der Fackel. Nee, nichts mehr. Ich dachte immer, hier gibt es mehr zu holen, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Schade, schade. Ach, Menno. Übrigens ist das schön, dass Leon sein eigenes Lichtlein dabei hat. Da kann er den bösen Zombies mal kräftig heimleuchten. Ja. So, aber jetzt da hier. Leiter. Auf nach oben. Ich bin zu höheren Dingen berufen. In diesem Sinne Hochdarm und... Tja, was haben wir denn hier Schönes? Eine Kanalisation in stinkendem Zustand. Seid mal froh, dass ihr keinen Smellblaster in euren PCs habt. Oh. Jetzt habe ich es doch gerade geschafft, einen PC-Player-Witz von 1994 zu klauen. Oh je. So schlimm ist es mit mir schon gekommen. Was zum... Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass mich irgendwas verfolgt. So was Großes mit komischen Augen und Tentakeln und so einem Käse. Dumm die dumm. Dumm die dumm. Dann gehen wir nochmal durch diese Tür hier. Und schauen, was passiert. Ah. Ein langer Gang. Da kam gerade was durch die Türe durch und ich glaube, das hat keine gute Laune. Tja, also wie macht man diesen Bossfight hier möglichst schnell zu einem Ende? Der geht ziemlich einfach, wenn man weiß, was man tun muss. Erstmal wird es gleich ausgewichen. Zack. Daneben getentakelt, du hässliches Viech. Wird nochmal ausgewichen. Dumm die dumm. So, hier in diesem Raum drin, da ist der Stromgenerator. Den wollen wir natürlich anschalten. Das machen wir jetzt erstmal direkt hier. Ups. Duck dich. Junge, was zum Henker? Das war nicht ducken, das war ballern. Jetzt habe ich die Wand erschossen. So, hier die Türe drunter. Und dann ist der Raum hier dicht. Man kann natürlich auch warten, bis der Aufzug kommt, aber sind wir doch mal ganz ehrlich. So einen Käse wollen wir nicht. Wir wollen den Boss umhacken und natürlich den ganzen Loot von ihm sehen. Deswegen geht's hier auch nicht auf.
Allerdings, da kommt was runter. Nämlich dieser freundliche Genosse hier. Meine Güte, ist der hässlich. Hallo Kumpel. Magst du mich hauen? Ja, sehr schön daneben gehauen. Au, der hat mich aber getroffen. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ich will doch gar nichts von dir. So, komm, dann verfolgt mich mal. Sehr schön. Da ist er richtig schön nahe dran. So, dann schmeißen wir uns hier das Ding hier erstmal um. Mit freundlichen Grüßen, flüssiger Stickstoff. Tja, Junge, da wird's kalt, oder was? So. Jetzt würde man normalerweise mit der Shotgun schießen, aber ich mach was anderes. Peace! Tja. Und so mache ich diesen Boss immer, weil ich habe keinen Bock auf Katz-und-Maus-Spiel mit diesem dämlichen Viech. Rakete am Abend erquickend und labend. Außerdem gibt's ein Kronjuwel dafür. Wenn man diesem komischen, hässlichen Viech eins in die Kronjuwelen gibt. Mit dem Raketenwerfer. Dumm. Da haben wir eine schöne Krone mit Juwelen. Leider fehlt da noch ein so ein Eumel. Okay. Soll mir recht sein. Wir checken jetzt erstmal hier ab, ob es noch irgendwas zu holen gibt. Hey, der Aufzug ist da. So ein Wunder. Und es hat nicht mal 4 Minuten gedauert, nicht mal 30 Sekunden. Wie die Zeit doch vergeht, wenn man so einen Boss hier ins Gesicht schießt mit dem Raketenwerfer. Hier gibt es nichts mehr. Da um die Ecke gibt es noch eine grüne Pflanze. Die nehmen wir doch direkt mal mit. So. Da wird der gute Sasa aber ganz schön rumheulen, dass ich ihm seinen Lieblingskompadre hier mal kurz einen Kopf kürzer gemacht habe. Aber so ist das halt, wenn man hässlich ist, so wie Sasa. Jetzt gehen wir mal durch. Das Nitrofass, da ist uns nicht. Warum zum Henker packen die hier eigentlich flüssigen Stickstoff oder flüssigen Sauerstoff? Was auch immer es ist, ist auf jeden Fall ziemlich kalt. Mitten in den Weg rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier gibt es gleich noch eine TMP-Munition, ja. Und das war's. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Schade. Da hätte ich gesagt, bewegen wir uns doch mal fröhlich Richtung Aufzug. Nach dem Motto, hallo Sarazar, du hast uns gerade runtergeschossen oder runtergeschmissen. Ich bin aber wieder da. Frei nach Arnold Schwarzenegger. I'll be back. So, gehen wir hier durch. Da wartet noch ein bisschen Zeug auf uns. Nämlich links auf dem Tisch Pistolenmunition und ein Erste-Hilfe-Spray. Jetzt müsste ich mittlerweile 4 von den Dingern schon haben. Und das war auch schon alles. Dann können wir jetzt hier in den Aufzug reingehen. Dumm, Türe zu und abwärts geht's. Tja, und was gibt's da unten? Das ist die Frage. Und die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Was gibt es wohl da unten? Na? It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Das ist doch mal eine coole Sau. Tja, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. TTB sagt Tschüsschen, Winke, Winke, Bye, Bye. Und Fußball gucken heute.